Heute wollen wir mal über Tierschutz sprechen. Speziell über zwei Arten von Tierschützern. Ich mache das Ganze hier jetzt mit der Huta und der Hundeschule seit über 13 Jahren. Und ich habe hunderte Hunde, die ich teilweise im Monat sehe. Natürlich sind da auch viele Hunde aus dem Auslandstierschutz dabei. Und nur schon mal vorab, es gibt ganz, ganz viele tolle Tierschutzorganisationen und auch tolle Menschen, die sich im Tierschutz engagieren. Ich habe sehr viele von denen kennengelernt. Aber es gibt auch dieses eine Extrem, diese eine Art von Menschen, die sich im Bereich Tierschutz anders engagiert oder anders zu Werke geht und für die meiner Meinung nach das Wort Tierschützer viel zu gut ist. Lass mal drüber reden und ich werde euch auch zwei Beispiele dazu nennen aus jüngster Vergangenheit. Los geht's. Ich möchte vorab noch, noch einmal, obwohl ich es in der Einleitung schon gesagt habe, noch einmal sagen, es gibt ganz viele tolle Menschen und Organisationen, die sich für Tiere engagieren. Und für mich ist es völlig irrelevant, ob ihr eine strauchelnde Taube rettet oder in Rumänien ähm, Hunde von der Straße holt. Es ist mir völlig egal, denn meiner Meinung nach ist jeder Beitrag, den wir Menschen dazu leisten, Tieren zu helfen in der Welt, die wir so gestalten und die Tiere so annehmen müssen, in Anführungsstrichen, jeder Beitrag ist was wert. Aber das ist leider im Tierschutz in ganz vielen Bereichen nicht so. Ich werde jetzt immer Tierschützer sagen, weil es einfach einfacher ist, aber das bezieht sich sowohl auf Menschen als auch auf äh, Organisationen gleichermaßen. Einige Tierschützer gönnen anderen Tierschützern den Dreck unter den Fingernägeln. Jeder ist der Meinung, dass er es besser macht als der andere. Und das ist ein großes, großes Problem. Und ich kann euch auch sagen, woran das scheitert oder wie man diese Menschen voneinander unterscheiden kann, diese Tierschützer voneinander unterscheiden kann. Die einen Tierschützer benutzen ihr Hirn. Zumindest zu einem großen Teil. Vornehmlich ihr Hirn. Natürlich spielt auch das Herz und die Gefühlswelt da eine große Rolle. Die anderen Tierschützer, die sind aber das Problem. Denn die benutzen ihr Hirn. Nur wenig oder gar nicht teilweise. Und ich möchte euch heute sogar mal drei Beispiele nennen. Eins, das aus sehr weiter Vergangenheit ist, eins, das letztes Jahr passiert ist und eins, das quasi gerade erst kurzfristig passiert ist. Und in allen drei Beispielen wird egal, wer von euch, egal ob er im Tierschutz ist, ob er einfach nur Hundehalter ist oder einfach nur interessiert ist, egal wer von euch hier zuschaut, wird wahrscheinlich denken: wow, wie unnötig oder wie doof oder wie falsch ist das denn? Beispiel Nummer eins. Während der Ausbildung waren wir in äh, verschiedenen Seminaren. Und unter anderem war da ein Seminar für die, für die Vorbereitung für eine, ähm, für eine Freigabe zum Paragraphen 10 war das, glaube ich, oder 11, ich weiß es nicht mehr, Tierschutzgesetz. Äh, und dort gab es Gastvorträge. Und einer dieser Gastvortragenden war ein Mann, der in, ich glaube, es war Bulgarien, ein riesengroßes Tierheim aufgebaut hat. Also ein Deutscher, der in Bulgarien ein Tierheim eröffnet hat. Für, ich glaube, knapp 2 Millionen Euro. Ja, also, er hat richtig viel Geld investiert, um sich in Bulgarien im Tierschutz zu engagieren. Und er hat einen tollen Vortrag gemacht, einen spannenden Vortrag. Ein Vortrag, der zeigt, welche Probleme im Auslandstierschutz auf Menschen treffen. Dann hat er auch von einigen Stories erzählt. Und er hat eine Sache gemacht, die mir gezeigt hat, dass dieser Mann, obwohl es ihn sichtlich sehr belastet hat, also, und das hat er auch mehrfach betont, und man hat auch gesehen, dass diese Geschichte an sich für ihn schwer war. Ähm, obwohl es ihn sichtlich belastet hat, also gefühlsmäßig, hat er eine sinnvolle, äh, hirngesteuerte wirtschaftliche Entscheidung getroffen. Er hat dann zum Beispiel so ein Beispiel gebracht, äh, indem er sagte, er hat ein paar Hunde dort vor Ort, die, denen natürlich ganz schlimme Dinge passiert sind und so weiter und so fort. Und einer dieser Hunde, dem fehlte ein Kieferteil. Also dem fehlte, ich glaube, der obere Teil des Kiefers. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Er hat dann halt in diesem Vortrag erzählt, dass er um diesen Hund in Anführungsstrichen... Ähm, äh, behandeln zu können und um das ausgleichen zu können mit Prothese und um den vermitteln zu können, hätte er mehrere tausend Euro investieren müssen. Dieser Hund, ist, er wird natürlich medikamentös behandelt vor Ort und so weiter und äh, der kann damit auch, der kommt damit auch klar, kann damit leben. Aber er hat halt das Ganze gegenübergestellt und hat gesagt, für das gleiche Geld, das er für diesen einen Hund investieren kann oder muss, könnte er 10, 20, 30 Welpen und junge Hunde Vorbereiten für ihre Vermittlung. Medikamentös einstellen, behandeln, prüfen, zum Tierarzt, äh, verschiffen nach Deutschland in Anführungsstrichen, also nach Deutschland überführen, äh, dort vermitteln. Diese Aussage ist erstmal eine rein rationale Geschichte. Ihr könnt euch aber nicht vorstellen, was da los war. Der ist so beleidigt und beschimpft worden, dass er, dass er kein richtiger Tierschützer gewesen wäre. Er hätte doch diesem armen Hund helfen müssen, weil im Plenum ganz, ganz viele Personen dabei waren, die unter die zweite Kategorie Tierschützer fallen. Die sich nämlich sofort von dieser traurigen, und das ist eine traurige Geschichte, keine Frage. Was dem Hund da passiert ist, ist ganz furchtbar und super traurig. Und. Müssen wir uns nicht drüber unterhalten? Ihm wurde dann halt vorgeworfen, dass er, dass er kein richtiger Tierschützer ist, von den Personen, die eben von dieser traurigen und tragischen Geschichte sich haben so mitnehmen lassen, dass einfach ihr Hirn ausgeschaltet hat. Da war ich das erste Mal, da war ich ja noch ganz am Anfang der Ausbildung, da war ich das erste Mal perplex, wie schlimm es unter Tierschützern zugeht. Wirklich. Also, die, die haben, die haben äh, gestimpft, geflucht, Sachen geschmissen, haben den Raum verlassen. Also, das war richtig furchtbar. Verstehe ich. Also, das ist mir ein absolutes Rätsel. Und, und der Mann. An sich hat, auch wenn es eine super, super schwere Entscheidung war und auch wenn jeder von uns äh, das ein bisschen anders sieht, hat aber eine, eine sachliche, fachliche und, und ähm, ja, wohl überlegte Entscheidung getroffen. Denn sein oberstes Projekt, sein Ziel ist, die Lage der Tiere allgemein in Bulgarien zu verbessern. Und wenn er einem Hund helfen kann oder 20 Hunden helfen kann, so schwer die Entscheidung auch ist, ist der Weg, den 20 Hunden zu helfen, wahrscheinlich der bessere Weg. Das heißt aber nicht, dass er dem anderen Hund nicht geholfen hat. Ne? Der lebt, der hat, man hat Videos von dem gesehen, Bilder, dem ging es da gut und der ist natürlich, der ist behandelt worden und die, ne? alles, alles in Ordnung. Und der lebte in Bulgarien in dem Tierheim. Und äh, bulgarische Tierheime und romanische Tierheime sind ganz anders aufgebaut als hier, ne? Also es war ein toll aufgebautes Tierheim mit vier großen Gruppen und, und Freilauf und alles mögliche. Ja? Das war die erste Story. Zweite Story. Dezember 2022, also jetzt knapp ein Jahr her. Anfang Dezember bekomme ich auf einmal, mitten in der Nacht, irgendwann halb zwölf war es, eine Nachricht über den Facebook Messenger, Dirk, ruf mich mal an. Das war alles. Pff, wusste jetzt erstmal überhaupt nicht, worum es geht. Ich kannte aber offensichtlich die Person, denn ich hatte sowohl auf Facebook sie im Freundesstatus also, als auch sie in meinen Kontakten mit den gleichen Namen wie in Facebook. Das ist also nicht der reale Name, sondern ähm, äh, Personenname, Hundenname. Ne? Also Vorname, Hundenname. So speichere ich die meisten Leute, weil ich merke mir immer die Hunde. Ich wusste also, irgendwann hatte ich mal Kontakt mit dieser, mit dieser Person. Ähm, mit, Nennen wir sie Uschi. Äh, irgendwann hatte ich mal Kontakt mit Uschi, weil sie wahrscheinlich mal Kunde bei mir war. Ein anderer Grund, dass ich Leute im, äh, im Handy speichere, gibt es bei mir eigentlich nicht. So. Oder dass sie bei Facebook Freunde werden. Die haben immer, die meisten haben davon was mit Hunden zu tun, also mit der Hundeschule. Mhm. Also krieg ich eine Nachricht, ruf mich mal an. Ja, das war alles. Ich schreibe zurück, ähm, sorry, aber A, ist es ist mitten in der Nacht und ähm, B, wenn du was möchtest, dann kannst du mich doch anrufen. Also ich stehe hier nicht auf Abruf, so funktioniert es nicht. Ich habe das natürlich sehr äh, freundlich gesagt und versucht äh, professionell zu bleiben. Da kam eine Nachricht zurück, ja, es ist äh, ein absoluter Notfall, es ist, geht um äh, Leben und Tod äh, und so weiter und so fort. Ich sage, ja, aber du kannst mich doch trotzdem anrufen. Ich habe deine Nummer nicht. Aber sorry, du weißt doch, wer ich bin. Du sprichst mir mit Vornamen an, du kennst meine Hundeschule, du kannst einfach auf die Webseite gehen und findest meine Telefonnummer. Und dann kannst du mich gerne morgen anrufen, weil es ist kurz vor zwölf. Mittlerweile war es schon nach zwölf, glaube ich. Und dann bekam ich nochmal so eine patzige, beleidigte äh, äh, Nachricht zurück: ähm, von wegen, ja, äh, äh, dann nicht, dann stirbt der Hund halt. So nach dem Motto. Okay, dann habe ich hier eine Sprachnachricht über WhatsApp geschickt, weil ich sie ja bei WhatsApp drin habe oder in meinen Kontakten drin habe. Habe hier eine Sprachnachricht geschickt, der Uschi. Sag, pass mal auf. Ich habe kein Problem, damit zu helfen, aber die Art und Weise, wie du um Hilfe bittest, ist daneben. Das funktioniert nicht. Also wenn du, wenn du Hilfe möchtest, dann oder wenn du ein Problem hast, dann sag mir gerne, worum es geht, und dann kann ich dir gerne versuchen zu helfen. Und wenn es etwas Ernstes ist, spricht es auch nicht spricht auch nichts dagegen, äh, mir zu schreiben. Hey Dirk, keine Ahnung, mein Hund ist abgehauen mitten im Wald. Ja, kannst du uns irgendwie helfen oder so. Das ist eine ganz andere Geschichte. Aber mir zu sagen, ruf mich an, als wäre ich dein Bediensteter, so klappt das nicht. Dann ging das Ganze ein bisschen hin und her. Lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann hatte sie sich dann ein bisschen beruhigt und entschuldigt. Und dann kam der absolut wichtige Notfall, bei dem es um Leben und Tod ging. Ein Hund, der, und jetzt kommt eine richtig deftige Geschichte. Ein Hund, also nicht schlimm, aber woran man merkt, dass da ganz viel Herz und ganz wenig Hirn dabei war. Ein Hund, der bei einem alten Ehepaar ist ein, ich glaube, sechs oder siebenjähriger Labrador. Ich bekam ein paar Bilder von dem Hund. Der Hund hatte bestimmt 50 Kilo, der war viel zu fett. Der war, ähm, die sind mit dem nicht rausgegangen, dieses ältere Ehepaar und so weiter und so fort. Alles soweit, erstmal nicht so schlimm. Solche Dinge passieren, warum auch immer, habe ich nicht bewertet. Im Verlauf des Gesprächs kam es dann dazu, dass es hieß, der Mann ist krank, die äh, Frau kann ihn nicht mehr halten, der Hund muss sofort da weg. Und dann sage ich zu ihr, du hast mir gerade gesagt, es geht um Leben und Tod. Ja, ich habe Angst, dass der da stirbt, der Hund, weil die mit dem nicht rausgehen. Das Gespräch entwickelte sich so. Und dann habe ich ein bisschen was versucht, über den Hund herauszufinden und so weiter und so fort. Jetzt wird es jetzt wird's richtig verrückt. Und dann hat sich herausgestellt, dass sie selbst vor zwei Jahren einen zweijährigen Labrador, damals zwei, äh nee, vor, vor vier Jahren oder fünf Jahren, einen knapp zweijährigen Labrador zu einem Rentnerpärchen an die 80 vermittelt hat. Erste große Red Flag von wegen, das war eine absolut dämliche Vermittlung. Sorry, schön für den Hund, dass er da jetzt vier Jahre lang fett gefüttert wurde, aber zwei uralte Menschen und ein Labrador, das war doch klar, dass sie mit dem nicht rausgehen. Also, das wäre zumindest mal für mich wahrscheinlich nicht die beste Option gewesen. Okay, man weiß nicht, wie es gelaufen ist, dachte ich mir, alles kein Problem. Ich schicke ihr eine Sprachnachricht, ich sage, pass auf, ich kenne ein paar Leute, vielleicht finde ich wen. Vielleicht kann ich dir helfen, vielleicht kann sich jemand den Hund angucken, vielleicht kann jemand diesen Hund übernehmen, weil der Mann war jetzt schwer krank und die Frau war nicht mehr geländegängig, die Frau konnte nicht mehr laufen, das heißt, der Hund wäre gar nicht mehr rausgekommen. Die Idee war also, den Hund irgendwo neu hinzuvermitteln. Dann rufe ich eine Bekannte an und, und noch ein paar andere Leute, also ich habe nicht angerufen, ich habe, glaube ich, eine Sprachnachricht geschickt und habe gesagt, ich melde mich morgen bei der Uschi. Was ich gemacht hatte, war, ich habe gesagt, okay, pass auf, wir machen daraus äh, unser Weihnachtsprojekt. Das habe ich Uschi gesagt. Ich sage, wir machen daraus unser Weihnachtsprojekt. Ähm, ihr kriegt, ähm, ne, wir, wir machen ein paar Sachen zusammen, wir machen ein Video daraus äh, und, und ich suche, ob jemand den Hund aufnehmen äh, kann. Das, die Idee war, ich mache eine Ernährungsberatung über Christine. Wenn es notwendig ist, bieten wir ein, zwei Trainingsstunden bei uns an. Wir, gehen, wir stellen den Hund mal bei einer Physiotherapeutin vor, dass sie sich den mal anguckt, wie schlimm vielleicht das Gewicht jetzt schon auf die Knochen und Muskulatur und sowas ne. Und äh, wir suchen eine Pflegestelle. All das wollte ich. Für diesen Hund in Anführungsstrichen in unserem Weihnachtsprojekt machen. Weil wir Weihnachten immer versuchen, irgendwas Gutes zu tun, irgendwo ne? Spenden oder solche Geschichten. Und habe gedacht, das passt vielleicht ganz gut. Also habe ich mit allen gesprochen. Christine hat gesagt, jawohl, ich äh, gucke mir die Ernährung an und, und kann, damit, äh, kann damit arbeiten. Meine Trainer haben gesagt, kein Thema, wir arbeiten mit dem im Zweifel, wenn ich es zeitlich nicht schaffe. Die Physiotherapeutin hat gesagt, okay, ich würde mich da gern beteiligen, die kriegt auch von uns irgendwie ein bisschen was, die kann bei uns mit dem Hund ein, zwei, dreimal zum Physio kommen, wenn es denn notwendig ist. Ähm, geht auf unsere Kappe, geht auf unsere Kosten. Und ich ich habe eine sehr, sehr nette ähm, ehemalige Kundin, die zwei sehr alte Hunde hat, wo dieser ältere, zu dicke Hund gut in die Gruppe gepasst hat, die, die öfter mal, also die Person, diese die Frau, ähm, hat äh, öfter mal so ältere Pflegehunde, die ein bisschen gemütlichere zu Hause brauchen, bis sie vermittelt werden. Die hatte ich auch im Boot. Das heißt, ich hatte eine Pflegestelle. Mit dieser Pflegestelle habe ich Kontakt zu Uschi hergestellt. Die beide haben einen äh, Besichtigungstermin für den Hund gemacht, irgendwie eine Woche später. Also das waren, ich glaube, es war ein Freitag oder ein Samstag. Und die wollten den Besichtigungstermin Dienstag oder Mittwoch machen. Das stand also fest. Meine, meine Pflegestelle. Hat er einen Termin zum Hund angucken. Mein Physiotherapeut hat gesagt, ich mache das auf meine Kosten. Ich habe gesagt, die können gerne bei uns in die Hundeschule, wenn es nötig ist. Und meine Frau hat gesagt, ich kümmere mich um die Ernährung, gucke mir das mal an und erstelle einen Ernährungsplan, dass wir den wieder gesund auf ein gutes Gewicht kriegen. Und ich kriegte zurück, danke, danke, oh super, danke, bla süß, bla danke. Ja, ich hoffe, ich war nicht zu so schlimm, aber wenn es um Tierschutz geht, Oton, das ist ein Zitat, da mache ich das immer mit vollem Herzen. Es kam der Mittwochvormittag. Meine die Kontakt, der Kontakt, den ich hatte, die Pflegestelle, hieß Melanie. Es kam der Mittwochvormittag, wo dieser Termin sein sollte. Auf einmal klingelt mein Telefon in Melanie ist dran. Und sagt, du, hier ist keiner. Sophie, hier ist keiner. Ja, also, die, hier ist keiner. Hier ist weder, weder die Uschi ist hier, äh, noch macht jemand auf. Und auch der Hund ist nicht hier. Ich sag, wann habt ihr den Termin? Ja, vor der Viertelstunde. Ich warte schon seit, äh, seit geraumer Zeit. Hin und her, bla, bla, bla. Irgendwann habe ich die Uschi angerufen und Uschi erreicht. Ich sag, was ist los? die Melanie steht bei euch vor der Tür für einen Termin für den Hund, den ihr vermittelt wolltet und ist keiner da. Und dann sagt die, ja, wir haben den schon vermittelt. Komplett einfach so. Ja, ich habe den schon vermittelt. Der ist vorgestern ausgezogen. Ich sag ne sagst du keinen Ton? Also, die, die hat sich vormittags die Zeit genommen, eine halbe Stunde zu euch zu gurken und da zu warten, um den angeblich so lebensbedrohlich bedrohten Hund zu übernehmen. Was ist los mit dir? Und, und ich habe tausend Leuten gesagt, hier hast du Bock, Weihnachten was zu machen und tralala und habe mir einen hab mir Arsch aufgerissen, mitten in der Nacht, über die ganze Nacht und am nächsten Morgen, um irgendwie deinen so angepriesenen Notfall, der absolut kein Notfall ist, zu versorgen und was Gutes zu tun. Und du schmeißt das alles über, die, über Bord, was ja okay ist, und sagst keinen Ton? Sorry, ey, bei mir brauchst du dich nicht mehr melden. Du sie ja auch seitdem nicht mehr. Diese Uschi postet seit Jahren bei uns in Facebook-Gruppen hier im, im Kreis, postet die echt ohne nachzudenken, ohne zu verifizieren. Also die, ganz schlimm, ganz schlimm. Da ist einfach nur der, Her, das, der Herz. Das Herz leitet, leitet die Handlung komplett. Hirnmasse ist aus, in dem Thema, komplett aus. Und das ist tatsächlich, das sind so Fälle, wo ich denke, was ist los mit euch Leute, dass ihr anderen Personen eure Scheiße aufbürdet, die, die so vor den Karren spannt und eine verhängen lasst. Und dann wundert ihr euch, dass eure Tierschutzvereine in einem beschissenen Licht dastehen. Der, der Tierschutzverein ist mich, für mich gestorben. Ach, ich hatte sogar noch einen Dogwalker dabei. Ich hatte sogar noch einen Dogwalker in dem Team drin. Eine Dogwalkerin, die gesagt hat, ich nehme den ab und zu mit, damit er sich gesund ein bisschen bewegen kann und so, wenn das, wenn das hilft. Also ich hatte, ich hatte ein ganzes Team nur für diesen Hund, um so ein Weihnachtsprojekt zu machen. Und die Tante, die Uschi, sagt nicht mal einen Ton, ey. Ja, das war Beispiel Nummer zwei für Tierschutz ohne Hirn. Jetzt kommt Beispiel Nummer drei. Da muss ich mir erstmal die Nase putzen. Das dritte Beispiel ist ein Tierschutzverein hier aus der Gegend. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Die Leute, die mich kennen, die Story kennen, den Tierschutzverein kennen, die wissen jetzt, worum es geht. Und das ist auch gut so. Denn das, was da passiert, ist eine absolute, absolute Sauerei. Da geht es nicht mal mehr nur darum, dass, ähm, dass das nicht zum Wohle der Tiere passiert. Ganz offensichtlich nicht zum Wohle der Tiere passiert, sondern auch nur noch passiert ist, um anderen Menschen zu schaden. Ich, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das jetzt ist. Vor zwei Jahren, glaube ich, habe ich. Ähm, haben wir einen Hund hier in der Hundeschule gehabt? Kann auch vor drei Jahren gewesen sein. Da lief schon alles in der Vermittlung scheiße. Ich habe dazu mal ein bisschen was erzählt und vielleicht kann ich irgendwann noch mal in die Tiefe gehen. Aber da lief in der Vermittlung schon was scheiße. Dieser Tierschutzverein hat zwei völlig nicht zusammengehörige Hunde an eine Person vermittelt, die, die keine Hundeerfahrung hatte. Dann hat der Hund da angefangen, die Familie zu beißen. Da war alles nichts Wildes, aber die Person hat es halt nicht hingekriegt. Der zweite Hund dazu, viel Stress, bla bla. Lange Rede, kurzer Sinn. Die wollte den Hund abgeben. Der Tierschutzverein hat gesagt: Arschlecken, ich nehme den Hund nicht zurück. Dann hat Alina gesagt, pass mal auf, weil die stand heulend vor uns, die ist zusammengebrochen und die konnte gar nicht mehr und die Kinder sind in Gefahr und... Und klar kann ja jeder, was Zeit, was passieren. Dann hat Alina gesagt, pass auf, der Hund zieht erstmal zwei Wochen bei mir ein, dass du durchatmen kannst und wir versuchen da irgendwie eine Lösung mit dem Tierschutzverein zu finden. Lange Rede, kurzer Sinn, der Hund war über ein Jahr bei Alina oder fast ein Jahr bei Alina. Alina hat ein paar tausend Euro für diesen Hund investiert mit Tierarzt, Essen, Tralala und hat mehrfach dem Tierheim, dem Tierheim oder dem Tierschutzverein gesagt, bitte nehmt den Hund zurück. Der ist jetzt schon so lange bei mir, ich bekomme bald ein Kind, so geht das nicht. Nee, nee, äh, nehmen wir nicht und äh, Klage wegen äh, Tierhandel und ehrlich und Scheiß. Dann haben die eine Klage wegen Tierhandel äh, gemacht. Bescheuert, absolut bescheuert. Und haben Alina vor Gericht gezogen und mich. Ich habe den Hund dreimal gesehen in meinem Leben. Also, ich habe der ist meiner Hut damit rumgerannt oder so, aber ich habe mit dem nie was gemacht. Das einzige, was ich gemacht habe, ich habe versucht Alina zu helfen, diesen Hund zu vermitteln, was wir letztlich auch geschafft haben und er hat jetzt zum Glück ein ganz tolles Zuhause. Also ist schon lange her alles, ne? Und da geht's ihm gut, Der ist gut erzogen, der 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 ist, kann frei laufen, wir haben so viel Zeit und Arbeit in den investiert, vor allem Alina. Es gab keine Aggression mehr, der ist perfekt sozialisiert, der kann also der Hund ist ein Traum. Und unter dem Deckmantel, äh, wir machen das um ähm, des Tiere, Tierwohls, hat dieser Tierschutzverein mich und der Alina vor Gericht gezogen. Und dann wurde es sehr kompliziert und letztlich... Also, die, die ursprüngliche Besitzerin hat den, hat den Hund mit einem Kaufvertrag dann irgendwann an Alina übergeben, damit wir da rechtlich, rechtlich einigermaßen sicher sind. Äh, Anwälte haben auch unsere Anwälte oder Alinas Anwalt hat gesagt, das ist kein Thema, das ist gut so, das ist richtig gemacht. Äh, und am Ende haben wir dann vor Gericht verloren, warum auch immer, weil die ursprüngliche Besitzerin den nicht hätte verkaufen dürfen. Weil der, der, der Tierschutzverein da ein Rücknahmerecht hatte oder so, oder das Eigentum noch hatte. Ich weiß es nicht, ist mir auch scheißegal. Fakt ist aber, die haben ein Jahr lang diesen Hund auch nicht zurückgenommen. Also und jetzt, jetzt werde ich, muss ich aufpassen, dass ich nicht ausfallen werde. Diese, nennen wir sie wieder Ushi, diese Ushi, diese Vorsitzende in diesem Tierschutzverein, ist hier im Kreis auch äh, und im Umkreis wirklich bekannt dafür, dass die, ich zitiere eine ehemalige Mitarbeiter, nicht alle Tassen im Schrank hat. Ja, ein Zitat einer ehemaligen Mitarbeiterin in diesem Tierschutzverein. Und dass die, die ist einfach Strange drauf. Weißt du, die haben sich nicht ein einziges Mal die Mühe gemacht, mit uns zu sprechen uns anzurufen, nachzufragen, was los, warum ist der Hund bei euch? Gar nicht. Die haben einfach nur gesagt, Arschlecken, wir nehmen den Hund nicht zurück, weil äh, du musst den noch so und so lange behalten, irgendwas in ihrem Vertrag. Keine Ahnung. Auch die Hinweise so von wegen, aber Leute, die hat zwei kleine Kinder und der Hund, der beißt die Familie, ihr könnt doch nicht den Hund da lassen. Was ist denn los? Ich nehme den gerne zu mir, hat Alina sogar angeboten, ich nehme den gerne zu mir, damit er erstmal safe ist und dann ähm, nimmt er den halt in drei Wochen zurück. Und dann haben die gesagt, nee, und bra und süß und äh, Verbrecher und was für ein Schwachsinn, was für ein Schwachsinn. Da ging es, ging es in nicht meinem Ansatz um das Wohl des Hundes oder und noch viel weniger um das Wohl der ehemaligen Besitzerin. Einfach nur wie so eine kleine bockige 16-Jährige, bei der es nicht läuft, wie sie will, hat halt diese, diese Uschi, Vorstands-Uschi vom Tierschutzverein, da voll das, voll das Szenario draus gemacht. Lange Rede, kurzer Sinn, am Ende haben Alina und ich mehrere tausend Euro dafür bezahlt. Also nicht nur für den Hund, sondern auch für die Gerichtskosten und all die Scheiße. Für, ich weiß nicht, was, was die von Problem hatten. Ob die da irgendwie die Vermittlungsgebühr neu einkassieren wollten, 300 Euro oder was? Ich weiß es. Keine Ahnung. Ich kann es euch nicht sagen. Und das war eine der schlimmsten Stories, die ich mit Tierschützern hatte. spezifisch Tierschutzverein. Diesem Tierschutzverein. Die sind für mich auch komplett gestorben. Die waren schon, die waren schon zu Corona, waren die schon total durchgeknallt. Ne? Da, da ähm, haben die Hunde nur vermittelt, wenn die Leute irgendwie eine Bescheinigung von der Hundeschule mitbringen, dass sie zehn Einzelstunden da kriegen und so eine Kacke. Also, sorry, aber für, für 90% der Hunde brauchst du gar keine 10 Einzelstunden. Das ist, in der durchschnittlichen Hundeschule reden wir von 5, 6, 700 Euro Kosten zu dem damaligen Zeitpunkt. Neben der Tatsache, dass wir zu Corona gar nicht arbeiten durften und alle geschlossen waren und somit auch gar keine Rechnungen schreiben durften, weil nur ein Schreiben hätte denen nicht gereicht. Die wollten eine Rechnung sehen. Wir durften kein Geld verdienen, wir durften nicht arbeiten, wir durften kein Geld einnehmen. Also, ganz lange. Auf jeden Fall, dieser t shirt ist komplett gestorben. Wenn sich jemand... Bei mir informiert und sagt, ich wir würden gerne, weil ich biete auch Kaufberatung an, ich würde gerne einen Hund aus diesem Tierschutzverein nehmen, sage ich gleich immer, ich rate ihn ganz stark von diesem Tierschutzverein ab. Und falls sie sich denn für den Hund dort entscheiden, müssen sie sich auch eine andere Hundeschule suchen. Und wenn ein anderer kommt, der, der mir sagt, der hat einen Hund von da, mache ich auch nichts. Mach ich nicht, arbeite ich nicht mit. Ich weiß, dass die Leute dafür nichts können, aber ich will diesen Verein nicht unterstützen. Oder diese Uschi, die da im Vorstand sitzt, nicht unterstützen. Denn die hat absolut einen kappes wie man im Rheinland sagt. Also was, was die da für ein Zenova veranstaltet haben, keine Ahnung, ob wir vor Gericht verloren haben, weil es rechtlich richtig ist oder unser, unsere Anwältin da oder Alinas Anwältin da nicht gut war, oder, aber keine Ahnung. Die haben, die haben mich verklagt auf Herausgabe des Hundes. Das muss ich mir überlegen. Ich habe den Hund noch nie, noch, nie bei mir zu Hause gehabt. Ich hatte den zweimal an der Leine. Das eine Mal war für das Video, um der Alina zu helfen. Und das andere Mal war, weil ich den irgendwo festgehalten habe im Kurs oder so. Ich kannte den, der war nett und alles gut. Und Alina hat halt super viel mit dem gearbeitet. Natürlich habe ich ihn mal gesehen, aber ich habe keine Ahnung, wohin der vermittelt wurde. Ich weiß nicht mal, wo der wohnt. Ich weiß nicht, ob der immer noch so heißt, wie er heißt. Und ich mich verklagt. Was für ein Schwachsinn, ey. Lange Rede, kurzer Sinn. Das waren mal so drei Beispiele aus meinen Erfahrungsschätzen rund um das Thema Tierschutz und Tierschütze. Guter und schlechter Tierschutz unterscheidet sich nicht darin, wie vielen Hunden man hilft und welchem Tier man hilft und ob man das so, so oder so macht. Und das ist immer noch in, in unter Tierschutzvereinen ist das immer noch so, wie ich eben sagte, dass der eine dem anderen gar nichts gönnt. Alle sind der Meinung, sie machen es besser und alle anderen machen es falsch. Und das ist ein großes Problem. Ja, aber das ist das ist nicht das Hauptproblem. Ne? Also dass, dass es halt einfach andere Ansätze gibt und andere Ideen gibt, mit mit Tieren oder Tierschutz umzugehen und für Tiere was zu tun. Ich finde alle Ansätze, alle alle Menschen, die was für Tiere tun, finde ich das finde ich gut. An dem Punkt aber wo einfach jegliche Rationalität, jegliche Beteiligung der Hirnmasse ausgeschaltet ist, wird aus einer guten Sache oder einer guten Idee einfach in den allermeisten Fällen eine schlecht durchgeführte Sache. Und das habe ich in, in den jetzt knapp 13 Jahren, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich das schon erlebt habe, da werden, da werden absolut hochgradig ängstliche Hunde mit irgendwelchen... Erfundenen äh, oder gesch unfassbar geschönten Beschreibungen mitten in die Kölner Innenstadt vermittelt. Hunde, die bei jedem Geräusch sich einscheißen. Hab ich gehabt. Hab ich gehabt. Mehrfach schon. Also nicht nur ein oder zweimal. Da werden äh, Hunde, die werden verkauft, in Anführungsstrichen im Internet angepriesen, als ähm, klein bis kniehoch. Und dann siehst du, guckst du auf das Bild und siehst, ah, das ist da ist dort Schäferhund drin. Und dann wird das am Ende fast ein 40 Kilo schwerer Hund. Die Besitzerin hinten dran wiegt ungefähr das Gleiche. Warum muss man immer versuchen, über Herz und Herzschmerz und traurige Geschichten Tiere zu vermitteln? Warum, warum geht da keiner hin und sagt, Leute, das ist eine Entscheidung für 10, 15 Jahre, für die Person, für die Hunde. Ist auch keinem geholfen, wenn wir, wenn wir alle nur so unter Faden, fadenscheinigen Beschreibungen irgendwo vermitteln und ein Drittel oder ein Viertel oder ein Fünftel. Der Leute haben Probleme oder die Hunde kommen zurück. Und dann landen sie hier in Deutschland im Tierheim. Das ist doch alles Mist. Das ist doch alles Mist. Und alles steht und fällt mit dem Tierschützer. Dem Tierschützer, Tierschutzverein, Person, wie auch immer. Der halt lieber auf die Tränendrüse drückt, um möglichst viele Hunde von A nach B, von einem Land ins andere zu kriegen oder weiß ja gar nicht was, anstatt sinnvoll und mit, mit einer gewissen Sachlichkeit an ein unfassbar wichtiges Thema ranzugehen. Das, und das ist, das ist das, was ich den Leuten vorwerfe. Ihr müsst, ihr müsst mal überlegen, man sagt, man handelt zum Wohle des Hundes. Und dann, dann fange ich an, Beschreibungen zu schönen und nicht zu sagen, dass er die Kinder im ersten Haushalt gebissen hat und, und, und äh, na, nur, nur die positiven Seiten auf meiner Webseite aufzuschreiben und so weiter und so fort. Und dann wundere ich mich, dass zwei Monate, drei Monate später äh, ich einen Anruf kriege, dass der Hund äh, in der Familie nicht bleiben kann. Und dann habe ich die ganze Kackarbeit nochmal. Ja, die meisten Tierschutzvereine nehmen dann den Hund zurück und kassieren nochmal eine Vermittlungspauschale. Und das machen sie im Worst Case. Und das, also, das habe ich auch schon erlebt. Das machen die im Worst Case so lange, bis der Hund bei einer Familie landet, wo das Problem nicht mehr Auftritt. Dann wird er halt in Familien ver ver vermittelt, wo es die, die, die Situation nicht mehr gibt und so weiter und so fort. Das ist einfach falsch. Das ist falsch. Das große Problem im Tierschutz sind die Personen. Es ist so wichtig, dass sich Menschen für Tiere engagieren. Und natürlich spielt das Herz und die Gefühle spielen eine große Rolle, denn ohne den Bezug dazu, ohne, ohne Mitleid in Anführungsstrichen, ohne, ohne ja, ein gewisses Gefühl im Umgang mit dem Tier, würden wir das ja nicht machen. Das ist auch okay. Aber es darf nicht sein, dass hier oben ausgeschaltet wird. Und vor allem dann, wenn es um wirklich komplexere, langwierigere, schwierigere Themen geht, um Sachen, die andere Menschen betreffen, dann muss hier oben viel mehr arbeiten als da. Das treibt dich dazu, diese, diese Arbeit an sich zu machen. Aber das muss die Arbeit durchführen. Und das passiert leider Gottes sehr oft nicht. Ich kenne so viele richtig geile Tierschützer, die wirklich eine richtig, richtig, richtig gute Arbeit machen. Aber auf jeden Guten gibt es einen, ich sag mal, gibt es eine Uschi. Und das ist Tierschutz-Uschis. Ihr, ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich schon erlebt habe. Ich werde mal ein eigenes Video dazu machen. Ich war ganz am Anfang, in meinem allerersten Jahr, war ich in Rumänien. Ein paar Tage und habe so einen kleinen Videoblog gemacht und habe den auf YouTube online gestellt. Die gibt es immer noch. Die Videos sind aber jetzt privat, damit sie keiner mehr sieht, weil es uralt ist. Und ey, da sind Sachen passiert. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich finde es wirklich traurig, dass... Vor allem in letzter Zeit, seit Corona, seit noch, seit es einfach die Tierheime sind voll, ich habe das Gefühl, es wird immer schlimmer, was die Vermittlung und die Tierschützer angeht. Vor allem in dieser Zeit, glaube ich, haben die Uschis Überhand genommen. Die haben, so, die haben alle das Gefühl, sie müssen mehr machen. Sie müssen mehr tun, mehr arbeiten, sich, sich mehr reinhängen. Und das ist, ähm, ja, das ist ein Fehler. Falls ihr im Tierschutz seid, denkt öfter nach, versucht rational zu arbeiten, versucht rationale Entscheidungen zu treffen, versucht, versucht, ja, versucht an dieses Video zu denken. Seid keine Uschi. Seid keine Uschi, die, die einfach drauf scheißt, was, was andere Leute unter eurem, unter eurem falschen Helfersyndrom leiden. Das ist ganz wichtig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich habe mich ein bisschen aufgeregt, zwischendrin ist es ein bisschen länger geworden. Aber ähm, ja, es, es ging nicht anders. Also jetzt gehe ich erstmal arbeiten. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und falls ihr einen Hund aus dem Tierschutz habt, dann schreibt uns doch mal, welche Erfahrungen ihr gemacht habt. Seid ihr auch irgendwie so ein bisschen. An der Nase rumgeführt worden, belogen worden mit Beschreibungen. Ist bei euch alles ein bisschen strange gelaufen. Hattet ihr vielleicht auch einen Kontakt mit einer Uschi oder einem Hans-Georg, falls es ein Mann war? Dann schreibt mir das doch mal. Würde mich total interessieren. Schönen Tag euch.